Hey Leute, ich bin's wieder, Rotax, und herzlich willkommen zurück zum Server-Tagebuch hier auf Capcom. Jo, und jetzt mal eine 2 Minuten 16 lange PvP-Einlage. Ja, ich wurde gebeten, das zu sagen, kurz mal am Anfang der Folge. Das heißt, nach 2 Minuten 16 soll das circa vorbei sein, das PvP. Jo, Bebo gegen den, boah, da war das nochmal. Ich glaube, der Primax. Also, wenn ich lagge, töte mich einfach. Ja, mache ich. So, und haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht, ein bisschen rumgeschrieben, auch während der PvP. Also, das ist so ein, ja, ich sagen, so ein Spaßduell halt wieder mal bei Webo. Und ich kann so viel schon mal verraten: Der liebe Beskamp war wieder mal zu Besuch mit seinem wunderschönen Skin. Sagen wir es mal so. War auf jeden Fall wieder ganz nice. Hat irgendwie richtig Spaß gemacht wieder mal. So, und da gebe ich dem Primax ein paar Bogenschüsse mal so zwischen die Augen. Kann man mal immer bringen. Zack, da mal gegen die Wand. So, ist wieder mal getroffen. Es geht eigentlich ganz gut, ich sehe es gerade. Zack, zack. Target was dazed. Ein bisschen Archery Skill habe ich ja mittlerweile auch schon. Ein bisschen trainieren muss ich halt noch. Mittlerweile spiele ich eh wieder viel im Meta. Und da, ja, skill ich jetzt ein bisschen Archery. So, da habe ich übrigens ein paar Tränke gefunden. Keine Ahnung warum. Jo, passt schon, so hätte ich gesagt. Und ich so, hey, ist ja wohl wer verreckt. Weil, keine Ahnung, einfach so mal ein bisschen Tränke gefunden, kann mal bringen. Und natürlich wieder mal mit Flottermusik das Ganze am Start. So, Alter, Rotax, warum schreibst du so viel beim PvP? Das gibt's ja gar nicht, Alter. Da konzentriert sich nicht, kein bisschen konzentriert sich der. So, und da dachte ich mal so, jetzt mal mit dem, der Diamant-Axt los. Zack. Jetzt gerade, da steht er da vorne. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen, der schreibt hier oder so. Gehen wir mal so, dass wir gemein dann von oben angreifen. Und hier der UUXXL sagt, er hat ein paar Bücher, die er nicht braucht. So. Zack, mit Critical Damage und mit wunderschönem Lag-Standbild hier. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Wahrscheinlich zockt mein Bruder wieder Call of Duty oder so. Den muss ich mir wieder schlagen gehen bei Zeiten. So da. Und hier den Primax mal ein bisschen in die Ecke gedrängt, glaube ich. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich gewonnen habe. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich gebe ihm, glaube ich, ganz gut. Ihr seht gerade, zack. Aber nee, ich glaube, das war's. Ja, ich wollte gerade sagen, das war's für mich. Mit einem halben Herz, da ist es vorbei. Auch mal GG geschrieben, war richtig nice das Duell. Kann man mal bringen und kann man wieder gerne machen, lieber Herr Primax. Und der UUXXL, der hat mir in den letzten Folgen ein paar Sachen geschenkt. So, und jetzt nochmal ganz kurz so zur Erinnerung. Ah, wo sind denn Rotax seine Köpfe hin? Wo sind denn die? Schau doch mal an die Rotax im Wald nach. Am besten rechts im Wald, das ist immer ganz gut. Rechts, also raus in den Wald, dann links abbiegen. Da ist so eine kleine Lichtung quasi und da müsst ihr dann so einen Geheimgang suchen, da sind meine ganzen Köpfe drinnen. Und ja, die dürfen jetzt quasi nur noch Leute sehen, die Videos gucken. Ich zeige das jetzt nicht jedem, weil, keine Ahnung, ich bin der Meinung, das ist sowas, das sollte irgendwas Spezielles sein von ja, ich will jetzt nicht sagen Rotax Community, aber so ein bisschen halt, das sollen die Leute wissen, die meine Videos gucken, die da regelmäßig reinschauen, vorbeischauen. Und genau aus dem Grund habe ich das jetzt quasi umgelagert. So, und boah, warte kurz, was soll ich jetzt wieder sagen? Mann, bin ich immer abgelenkt, wenn der Typ da ist, nicht Spaß. So, der Max war auch da, der Beskan war da. Und ja, da hat er irgendwann, ja, er hat quasi ein Geburtstagsgeschenk für mich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das die Geburtstagsfolge ist. Ich glaube, die kommt dann erst nächstes Mal. Ja, die Geburtstagsfolge ist dann nächstes Mal, wo ich wirklich so quasi das Hauptthema, meinen Geburtstag und die Rotax im Geburtstagsfeeling und Stimmung habe. So da, und ja, für alle, die es nicht wussten, ich habe am 3. Juli Geburtstag gehabt, das ist mittlerweile auch schon wieder eine Zeit her. Wahrscheinlich, wenn ihr gerade aufs Datum guckt, denkt ihr euch, Alter, Rotax, was machst du denn wieder für Zeitverzögerung? Heute ist der 8. Juli, falls es euch interessiert. Also, die Verzögerung ist wieder hoch, aber wie gesagt, ich bin auf Urlaub, somit muss ich da ein paar Sachen, wie soll ich sagen, im Voraus aufnehmen. Ja, und mein Handy hat gerade geläutet, wunderschön professionell hier mitten in der Aufnahme wieder. Ja, und hier den wunderschönen der Beskan. Frag mich immer, was der da irgendwie... Ja, er kommt da immer zu mir hin. Und da hat er eben gemeint, ja du, da ich am 3.7. ja nicht da bin, schenke ich dir das jetzt schon und echt nochmal danke, danke, danke für den Kuchenkopf, das ist echt nice. Habe ich mal unten aufgestellt in meiner Köpfesammlung dann, für alle, die es interessiert. Und ja, echt nice. Und der Max, der spammt mich hier gerade wieder zu, das ist ein Wahnsinn. Der spammt die ganze Zeit rum, der Max gerade. Das ist eine Katastrophe mit dem, ist jetzt gerade. Also ich wünsche euch das wirklich nicht, dass euch das auch passiert, weil das ist einfach nur so nervig. Also da ist der Chat zugespammt, man kann nichts lesen, man kriegt immer 100 Kalis, Alter, das ist so nervig. Nee, Spaß. Keine Ahnung. Fand ich halt ganz lustig, das mit reinzunehmen und war halt während der Beskan-Aufnahme hier. Während der Beskan hier oben wunderschön die Dias entgegennimmt. Die beim Hinwerfen, ich glaube, ich habe die Folge in Stack Dias verballert. Und das ist kein Scherz, ich habe wirklich einen Stack Dias, glaube ich, verballert da rein, denn der Beskan war nicht der Einzige, der zu Besuch war. Oder es ist in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Denn die Tanzplattform, die steht jetzt für immer bei Rotax an einer gewissen Stelle, falls ihr die schon gesehen habt. Ist auf jeden Fall ganz nice und ja,
werdet ihr dann gleich sehen, wo die dann hingekommen ist. Das heißt, der Beskan hat jetzt hier einen Fixplatz, einen kleinen, wo er sich immer hinstellen kann, wo er ein bisschen abshaken kann, wo er ein bisschen tanzen kann. Das ist doch mal ganz schön. Da könnt ihr auch raufgehen, wenn ihr euch ein paar Dias verdienen wollt, einfach mal so wie Rotax gehen, die Plattform suchen, da ein bisschen rumhüpfen und der Rotax wahrscheinlich kommt schon mit 30 Dias angerannt und schmeißt euch hin. Was die Szene zu bedeuten hat, dazu nehme ich jetzt keinen Standpunkt. Ich gehe mal kurz was trinken. So Leute, und jetzt bin ich auch wieder hier zurück vom Trinken holen. Die Szene vorhin, wie gesagt, da kann ich nichts dazu sagen, da will ich auch nichts dazu sagen. Das ist so passiert, da kann ich nichts für. Das waren die Hormone, es ist ja gerade Sommer, da spielen die verrückt. Natürlich auch von Max und ja, da kann man halt nichts machen. Hier der Beskan auch wieder im Gras, im Bikini, läuft er da rum. Und jetzt habe ich ihm hier quasi eine Tanzplattform hingemacht und hier eben auch Stammplatz von Rotax. Hier ist es schön und da dachte ich mir, nee, hier ist es schön, ist so richtig billig. Da machen wir mal was Gescheites dran. Da schreiben wir mal schöne Aussicht hier und die ist Wahnsinn, die Aussicht von hier. Also da perfekte Sitzlage, perfekter Sitzplatz. Also das kann man mal bringen, glaube ich. Und ja, da der Max auch da war und sich mit dem Test gesagt hat, er will auch einen Stammplatz haben. Natürlich kriegt der Max dann auch einen Stammplatz. Ich meine, ja, das kann man mal bringen. Das ist halt so. Und hier Max Rats Stammsessel. Und ja, der Max, das ist halt noch ein bisschen nass, der Sessel. Aber das ist eh Holz, das macht da nichts. Das geht dann schon. Übrigens, zwei Sessel sind noch frei. Da überlege ich mir dann, wer da noch hinkommt. Ich würde mal sagen, die nächsten zwei Leute, die hier zur Tanzplattform kommen und sich quasi bei mir melden, dass sie da einen Sessel haben wollen, die bekommen da jetzt einen Stammplatz hin. Falls die alle vier Schilder schon belegt sind, tut's mir leid. Mehr als vier Sessel, glaube ich, mache ich hier nicht hin. Aber ja, die schnellsten zwei quasi kriegen da einen Stammplatz bei mir am Bürotax mit Schild, mit dem Spruch, den sie sich unten aussuchen können. Am besten irgendwas Lustiges, so wie bei Max halt. Der ist halt noch ein bisschen feuchter Stuhl, nass, Entschuldigung. Da kann man nichts machen. Ihr seht gerade, der Max, der schmeißt hier sein ganzes Vermögen rein. Ja, und hier bin ich dann halt nochmal durch den Geheimgang mit dem lieben Max da durchgegangen. Der Beskan war natürlich auch dabei, denn jetzt sind wir seinen Kuchenkopf aufstellen gegangen. So, der Beskan hat es natürlich nicht durchgeschafft. Knapp, Spaß. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mit den beiden. Ja, und die nächsten Folgen geht's auch so spaßig weiter, kann ich mal sagen. Die Tanzplattform wird jetzt ein bisschen öfter genutzt, glaube ich, in den Folgen, einfach weil die jetzt fix da steht. Und jetzt dachte ich mir mal so, wo schreiben wir das hin? Und der Beskan auch so, lol. Da mag so, ich war schon hier. Jo, und dann habe ich den Beskan hier quasi irgendwo einen schönen Platz gesucht, wo er diesen Kuchenkopf hinstellt, weil wenn mir Leute was schenken, das habe ich ja schon mal gesagt, ich will mich dann in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten nicht fragen, ah scheiße, wer hat mir das nochmal geschenkt? Da will ich wirklich wissen, hey, das habe ich zum Geburtstag von Beskan bekommen und ja, ich finde die Erinnerung ist ganz schön und ich finde die Leute haben es auch verdient, wenn die mir irgendwas schenken, dass die irgendeine Widmung da bekommen. Ich bin da immer der Widmungstyp, Denkmaltyp, wie auch immer, das finde ich halt immer ganz nice. Genauso wie hier zum Beispiel der Toaster, der war bei uns zu Besuch, mit seinem Butter am Bauch. Alter, das ist so, das sieht so lecker aus, Buttertoast. Und der Floytrana hier mit dem Kuchenkopf, da sind wir alle drei hier so gestanden. Und der Toaster hat dann irgendwie so gemeint, ja, er geht mal kurz in den Admin-Shop und hat uns allen beiden Kuchenkopf geschenkt. Alter, richtig, richtig nice, echt nochmal. Dankeschön, der Toaster 98 für die nette Geste einfach nur. So, und da haben wir sich alle mal so einen Kuchen aufgesetzt, das kann man immer mal bringen. Jetzt sind wir hier statt die drei Fragezeichen, die drei Kirschtorten oder wie man auch immer das nennt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Kuchen hier ist in Minecraft. Ich nenne es mal Kirschtorte. Ja, und der Toaster und der Floytrana da mit mir. Bisschen Selfie-Action gemacht. Also finde ich immer ganz lustig. Und ja, hat mega Spaß gemacht, einfach nur die Folge. Auch das Nachkommentieren irgendwie, wird das wieder zu sehen. Ich finde das immer cool, wenn man dann so vor einer Woche die ganzen Aufnahmen nachkommentiert und sich denkt, das war nice damals. Ja, kann schon irgendwie, wenn man das so Tagebuchform festhält. Mir gefällt das irgendwie. Da kann man dann immer gucken, was man so auf Cutcom gemacht hat. Ja, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich überziehe jetzt mal mit meiner Stimme. Jetzt seht ihr nur schwarz, meine lieben Leute. Schwarzer Bildschirm. Oh. Nee, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rotax.